Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Kitaria Fables. Ja, für den heutigen Part schauen wir uns natürlich jetzt die neue Rüstung an, die wir bauen wollen. Dafür brauchen wir noch ein bisschen Obsidian und Schildkrötenpanzer, beziehungsweise haben das schon. Trank zubereiten, die Quest geben wir noch ab. Jetzt muss ich gerade gucken, Questgegenstände. Ah, okay. Haben wir noch da am Start gehabt. Okay, alles klar. Was wollte ich noch gucken? Was mache ich da gerade? Hilfe! Nein, ich mache irgendwelche komischen Dinge. Wollte ich gerade gern gucken. Achso, genau, hier. Obsidian. Oh, da brauchen wir noch einiges. Gold haben wir genügend. Ja, das müssen wir mal auf jeden Fall angehen, weil mich nervt so langsam, dass ich da das ein oder andere Mal einfach sterbe, gerade wenn ich nicht aufpasse. Wie gesagt, Quest können wir noch abgeben, dann in der Festung. Das können wir vielleicht sogar gerade zuerst machen. Mal gucken, was wir da an Belohnung bekommen oder was die sagt, was wir weiterhin tun sollen. Gibt es vielleicht hier eine neue Quest? Tatsächlich eine neue Farm-Quest oder sowas? Hast du versucht, deine Farmwerkzeuge zu verbessern? Durch die Verbesserung kannst du das Potenzial deiner Werkzeuge optimieren. Du kannst dann doppelt so schnell arbeiten. Wie klingt das? Ich bin interessiert. Es kostet eine Menge, aber du solltest es probieren. Es ist jeden Penny wert. Besuche Shamrock, wenn deine Werkzeuge verbessern willst. So wie immer, erstatte mir Bericht, nachdem du deine Arbeit erledigt hast. Jo, hab ich. Brauchst du irgendwas von mir? Ja, aber ich hab's schon verbessert. Gut, aber jetzt habt ihr gesehen, da kriegt man auch Silbererz. Da hätte man das natürlich jetzt schön verbessern können. Kann sein, dass ich jetzt sogar einen Bug irgendwie ausgelöst habe, weil ich noch nichts verbessert habe. Oder ich müsste dann halt jetzt auf Maximum verbessern oder so irgendwas, dass der dann checkt, dass das jetzt so weit ist. Oder ich muss mir irgendwas nochmal kaufen. Das kann ich ja beim Pumpkin machen. Und dann, jetzt muss ich gerade gucken. Bring die Gießkanne auf die Silberstufe. Ah, super. Ja, da muss ich mal wieder eine Gießkanne kaufen und die wieder aufwerten. Sonst checkt er das jetzt nicht. Denke ich mal. Ja, müssen wir mal gucken. Auch das werden wir nochmal hinbekommen. Gießkanne können wir nämlich nochmal hier an der Stelle kaufen. Ich muss... Also bei dem Pumpkin da. Da kann man die normale Gießkanne wieder kaufen, denke ich. Und dann kann ich die auch wieder aufwerten. So kann man hier diesen Bug, der eventuell jetzt da ist, dann halt umgehen. Ja. Da waren wir ein bisschen voreilig, da hätte ich mich sollen früher mal drum kümmern. Da hätten wir auch den ein oder anderen Hinweis bekommen. Ja, man merkt es, das Spiel sagt einem eigentlich am Anfang, schau, dass du ein bisschen dich um deine Farm kümmerst und dann geh erst raus und erlebe Abenteuer sozusagen. So, jetzt werden wir, was wollte ich machen? Achso, die Quest abgeben. Und dann werden wir oben in der Höhle noch vorbeischauen, denn dort habe ich die Hoffnung, vielleicht kriegen wir dort ja eine Rüstung oder sonst irgendwas und dann könnte ich mir den Quatsch hier zumindest mal jetzt am Anfang sparen. Du hast sie gefunden, Himmel sei Dank. Bitte warte kurz, ich werde das Rezept aufschreiben. Bring dies zu Pickel, keine Sorge, er weiß, was zu tun ist. Ich hoffe, es funktioniert. Den Trank vorbereiten 2, wer ist Pickel? Pickel? Muss ich gleich gucken, vielleicht ist er hier in der Stadt, da ist er doch schon. Willkommen an Pickles Futterkrabbe, junge Abenteuer. Wonach sucht ihr diesmal? Oh, ja, ja. Natürlich wird Pickle Mrs. Kelly helfen. Keine Sorge, Pickle hat schon alles, was wir brauchen. Supergeil. Hier, bitteschön. Bittertrank, Süßtrank für Basil. Das ist ein Bittertrank und ein Süßtrank. Das Bittere dazu da, das Bewusstsein wieder zu erlangen. Also das Bittere ist dazu da, das Bewusstsein wieder zu erlangen. Das Süße dient dazu, den Körper mit Energie zu versorgen. Das zumindest schrieb Mrs. Kelly in dem Rezept. Jo, bla, und so weiter. Leg los, beeilt euch und bringt mir die Tränke zurück oder sowas. Krank braucht Trank. Jo, alles klar. So, dann reisen wir mal dorthin. Wo war das jetzt? Südliche, westliche Waldheiligtum? War das nächste, oder? Ja, und dann müssen wir dort in den Norden. Dort können wir dann auch wieder, sag ich mal, unsere Hacke hier benutzen und das ganze Golderz und den Kram mitnehmen, auch in der Höhle. Ob ich mich mit dem Boss wieder anlege, ist so eine andere Geschichte. Ich denke nicht, wobei ich gerne mal wissen würde, was der noch getroppt hat, ob da noch was war. Ob es da die Möglichkeit gibt, vielleicht ganz besonderen Drop zu bekommen, keine Ahnung. Soll ich mich jetzt mit denen hier anlegen? Es ist eigentlich unnötig, oder? Jo, ich laufe jetzt einfach mal durch. Das da bringt es nicht. Wobei, hier können wir Gold machen. Das wäre vielleicht... Oder Bernstein halt finden. Das meine ich halt. Ja, doch. Ich hause kurz um. Dafür sind es zu wichtige Gegner, wie man gerade hier sieht. Nämlich hier liegen jetzt 1000 Penny auf dem Boden rum. Und die hole ich dann doch mit. Was war das? Einfach mal durch ihn durchgeballert. Sehr schön. Kann man auch mal machen. Gar nicht.
Ah, jetzt, das sieht doch schon nochmal besser aus. Sehr schön. So, Ton und Kohle und so weiter. Was hab ich mir hier einen abgedudelt, bis ich das gefarmt hatte. Und jetzt geht das so schnell hier. Hat er gar nichts gedroppt? Oder liegt das hier hinterm Busch? Hinterm Baum? Mach ihn weg. Sehr schön. Und zieh ihn mit. Traumhaft. So, dann holen wir uns hier noch Gold und Silber mit. Eventuell geht auch jetzt die Story hier weiter, denn hier war ja auch ein bisschen was los noch vor kurzem. Das fanden die alle nicht so geil, dass wir hier rumchillen. Oder dass wir schon so weit sind. Das sieht sehr stark nach Golderz aus. So, wunderschön. Ein Träumchen. Ja, dann sollte ich das weitere Aufleveln dann doch mal an die Quest unten binden, sage ich mal, bevor da wieder sowas kommt von wegen dein Pickel jetzt auf Goldstufe oder sowas. Ja. Zumindest mal das könnten wir dann noch machen. Wir gucken mal. So. Jetzt hier rein. War auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nice. Sehr, sehr viel Golderz, Silbererz und so weiter. Das passt auf jeden Fall. Holen wir uns die Waffe hier noch gerade rein, falls da irgendwas kommt jetzt, was ich bekämpfen wollen würde. Irgendwie ist da relativ wenig los. Ein Giftend. Schneiden wir mal halb durch die Map hier unser ganzes Arsenal durch, wie immer. So, das sieht doch gut aus. Blaugi, stirb! Und gib mir Äpfel und Birnen und was weiß ich nicht alles. So, können wir da rein? Oh, diesmal... Ah, kein Respawn oder noch kein Respawn, wie auch immer. So, dieser komische Mega-Flauschi ist wieder da. Will ich den bekämpfen? Das hat schon ein bisschen lang gedauert. Das war schon ein bisschen nervig auch. Ich lasse den jetzt mal. Auch wenn der vielleicht ganz guten Drop hätte. Ah, da ist doch wieder Gold oder Erz, das wir holen könnten. Es ist nur nicht mehr so viel wie vorher. Wo konnte ich da durch? Hier, ne? Und es sind normale Steine, sehe ich gerade, oder? Oder ist das doch Silber? Könnte auch sein. Ah, Silber. Ja, alles klar. Ja, den lassen wir mal gehen. Laufen wir einfach mal weiter. Jetzt mit allen Gegnern mich da rumzuprügeln, macht nicht immer ganz so viel Sinn. Dunkelschleimer, doch, das war noch ganz wichtig, weil die hatten, glaube ich, auch hier das Erz, das wir brauchen, oder? Oder auch nicht. Hört einfach mal gar nichts. Okay, auch gut. Schildkäfer, gib mir dein Schild. Gib mir Käfer, Dingens. Harte Schale, meine ich, ja? So, holen wir uns die Goldtruhe mit. Eventuell geht es dann ja auch storytechnisch weiter, dass wir doch ein Stück weiterlaufen könnten. Und vielleicht, wer weiß, was hinter dem Berg so auf uns wartet. Wir gucken einfach mal. Dann lasse ich das doch sein mit dem Obsidian. Ich weiß es noch nicht. Oh Gott, ist das wieder eine Spielweise. Ist immer so ein Stück vor, ein Stück zurück und nochmal ein Stück zurück und nochmal ein Stück vor und so weiter. Oh, da ist Erz und da ist die Goldtruhe. Inventar ist voll. Ich werde bekloppt, ey. Wahnsinn. Ja, da mache ich aber jetzt was raus. Das ist mir jetzt zu blöd. So, leider geht demnächst der Goldschlüssel raus. Aber da, ja, hier gibt es auch wieder Golderz. Ah, da oben geben wir ja für die Quest zumindest mal was ab. Diesen Trank da. Eventuell kriegen wir gar keine Belohnung oder irgendwas, was wir schon hätten. Mal gucken. So, gib mir den ganzen Kram hier. Was schmeißen wir weg? Äpfel oder so. So, wie geht das? Jo, ich verwende es jetzt einfach. Verwenden, verwenden. Vielleicht gibt es da auch irgendwann... Noch sowas wie... Ja, ups, was mache ich da? Was mache ich? Hilfe! Könnte natürlich auch sein, dass es da irgendwann so einen Hinweis gibt. Ja, du hast so und so viele Äpfel verwendet oder Utensilien verwendet. Deswegen wird jetzt auch irgendeine Quest freigeschaltet. Also alles, was man in so Games macht, kann ja irgendwas auslösen. Waldwächterschwert. Das ist das zweitstärkste Schwert oder sowas, was man bekommen könnte. Das konnte man nämlich auch aufwerten bei dem... Bei diesem Pumpkin. Der edle Jagdbogen, glaube ich, war das, was man aufwerten konnte. Und das Waldwächterschwert, wenn ich es richtig im Kopf jetzt gerade habe. Stimmt das, was ich da rede? Na, ist ja so, oder? Genau. Sehr schön, da können wir auch mit dem Schwert mal wieder rumbrettern. Zumindest mal kann ich das dann bald wieder zeigen. So, geben wir mal hier die Quest ab, heilen den mal oder so. Ja, Bittertrank und Basiltrank. Basiltrank und Süßtrank. Oh, wuff, wer bist du? Oh, richtig. Ich wurde von Monstern angegriffen und ich versuchte, hier wegzukommen. Sieht aus, als wuff wäre ich hier geschlagen worden und hätte mein Bewusstsein verloren. Wie, wuff? Ohne dich hätte ich das wohl nicht geschafft. Danke, wuff.
Ich fühle mich jetzt viel besser, Wuff. Ich glaube, dass ich zumindest ohne Hilfe zu meiner Hütte zurückkehren kann. Wuff, Wuff. Wuff, was tust du hier? Hast du dich verirrt? Hier rumzuwandeln ist gefährlich. Heutzutage ist es gefährlich, hier rumzuwandeln. Wuff. Hau ab jetzt. Wie, du bist aus dem Tal? Du bist aus dem Tal. Das andere Ende ist also nicht mehr blockiert. Wuff. Welche Erleichterung. Ich dachte, ich würde gerade reden. Ich bin echt so verpeilt, Wahnsinn. Welche Erleichterung nach den üblen Dingen, Wuff, die mir zuvor passiert sind, Wuff. Ist es schön, Wuff, mal ein paar gute Nachrichten zu hören, Wuff. Sprechen wir morgen wieder. Ich muss jetzt gehen, wo ich noch ein bisschen Energie übrig habe. Danke nochmal, Fremde. Wir werden uns gewiss wiedersehen, wenn du die Hochwiese besuchst. Wuff. Krank. Braucht Trank. Sehr schön. Kann ich jetzt dorthin? Nee. Was mache ich jetzt? Wir werden uns wiedersehen. Ja, so ist es. Okay. Soll ich vielleicht den Boss dann doch wieder wegknallen? Wobei es natürlich schon sinnvoller wäre, den eigentlich wegzuhauen, wenn ich einfach mehr Power habe. Macht eigentlich schon mehr Sinn eigentlich, letzten Endes. So, machen wir den hier. Da können wir noch ein bisschen Erz mitnehmen. Wir kommen immer so ein bisschen voran. Aber ich überspringe so manche Teile, die eigentlich auch wichtig wären. Wie zum Beispiel die Rüstung herstellen jetzt endlich mal. Das kann doch nicht wahr sein. Aber ich glaube, ich könnte schon die nächste Stufe der Rüstung herstellen. Da habe ich schon alles. Nur das blöde Obsidian oder sowas fehlt mir da noch. Glaube ich zumindest mal. Die Frage ist, da oben der Typ hat uns ja eigentlich, also dieser Boss, der hat uns ja eigentlich dieses Utensil, diese... Moment mal. Ach, ich habe auch gar nicht. Nee, alles klar. Nee, das lassen wir. Ich habe gar keinen Platz frei. Der hat uns ja eigentlich dieses Skelett, das wir da nutzen, halt getroppt, aber... Ups, sorry. Ich wollte eigentlich den Schleimer da angreifen. Aber nee, wir haben einfach nichts, keine Items mehr frei oder keine Plätze mehr frei. Wir geben das jetzt ab und gut ist. So. Wunder, Wunder, wunderschön. Eventuell dürfte auch so langsam auf der Farm... was passieren. 55er Tag. Ja, das reicht noch nicht, glaube ich. Da ist der Pumpkin noch nicht da. Der müsste am 57. Tag da sein. Ich gehe trotzdem mal kurz ins Pfotendorf, gebe die Sachen oder lege ein paar Sachen ab. Ja, überleg mal. Ja, Pumpkin brauchen wir, um wieder die Hacke da oder die Gießkanne zu kaufen, dass wir die Quest da machen können, die blöde, die wir jetzt da aufgetragen bekommen haben. Ich hoffe, ich kann überhaupt wieder eine Gießkanne kaufen. Und der sagt nicht, oh, du hast aber schon eine oder sowas. Das wäre auch super bitter. Aber ich glaube, das ging. Das haben die auch bestimmt deshalb eingebaut. Dass man halt, wenn man da schon weiter voran ist, noch eine weitere Gießkanne und so bauen kann. Ja, dass sie die Quests abgleichen mit dem, was wir schon gemacht haben. Das wäre natürlich auch schön. So, Obsidian Blast. Was ist denn das? Achso, Bernstein. Klar, können wir verkaufen. Harte Schale legen wir mal ab. Das legen wir ab, das legen wir ab, das legen wir ab. Das Ding hier nebendran, das Wächterschwert, werden wir dann bald mal sehen. Jo, da kann ich mir es eigentlich sparen, sage ich mal, die Schwerter noch weiter aufzuleveln. Vielleicht mache ich das noch, also bestimmt mache ich das noch, aber nicht jetzt sofort. So, das legen wir ab. Ja, wir haben viel Mist jetzt mittlerweile auch dabei, muss man sagen. Ja, die ganzen Erze und der Kram. Süßtrank, Krüge. Oh, jo, wir haben echt viel Kram da dabei. Physische Verteidigung geht da hoch. Ich leg's trotzdem mal hier ab. Genau wie die Samen jetzt mal. Das nervt einfach. Die Spitzhacke dahin. Bogen dahin. So, Ton legen wir ab. Bernstein lege ich jetzt auch mal ab. Das wird jetzt nicht jedes Mal verkauft. Kupfererz lege ich ab. Ah, das liegt eh hier. Silbererz und Golderz werden wir nutzen. Mehl lege ich mal hier ab. Und auch den Keks lege ich hier ab. So, dann sieht das Ganze schon ein bisschen sinnvoller aus. So, so streiten wir voran. Oder schreiten wir voran, so rum. Ja, und da würde ich sagen, machen wir noch den kleinen Boss, also diesen Kürbiest wieder, um wieder einen Schlüssel zu bekommen, eventuell, und auch seinen Loot. Und da ist noch eine Quest. Sehr schön. Timmy, was willst denn du jetzt von uns? Hallo, Freund. Hast du schon mal versucht, auf deiner Farm eine Ananas zu pflanzen? Ich hörte gerade von Kelly, dass sie nach jemandem sucht, der ihr welche besorgt. Soweit ich weiß, verkauft Mrs. Kiki keine Ananassamen. Vielleicht gibt es bei reisenden Händlern welche. Falls du Ananas findest, gib sie bitte Kelly. Hier hast du ein bisschen Geld zum Kaufen der Samen. Hoffentlich genügt das. Ja, und das ist dann eine Besorgung machen. Das ist dann halt der Hinweis auf den auch wieder die fahrende Händlerin da.
Ist natürlich auch wichtig, die zu finden. Die Ananassamen bringen generell super viel Kohle, das wissen wir ja. Da werden wir bei der nächsten Gelegenheit einfach wie das ganze Feld voll Ananas knallen und dann die Besorgung eben machen. Wunderbar. So, jetzt werden wir hier diesen Kürbis, der müsste ja noch da sein. 7 bis 7 Uhr ist der immer da oder hier zu finden. Werden wir dann machen. Da ist er doch schon. Mit der Hoffnung, dass er uns einen Silberschlüssel droppt und relativ viel Schaden kassiert. Wunderbar. Und dann können wir Obsidian farmen, würde ich sagen. Oh, da kriege ich ein bisschen Schaden ab. Und dann dürften wir eigentlich ein gutes Stück vorankommen, würde ich sagen. Da können wir auch so langsam den Helm da verbessern, um die Magieverteidigung noch weiter zu steigern. Sofern wir dann nicht noch was... Ich habe halt ein bisschen die Angst oder Sorge, dass wir irgendwie noch eine richtig krasse Rüstung oder irgendwas finden, was alles so verbessert. Also alle Werte, Magie und normale physische Verteidigung und noch schnell genug dabei ist oder sowas. Ah, Mond und Erdsphäre haben wir da... Mondstein und Erdsphäre haben wir bekommen, okay. Die Frage ist auch immer noch unten... Da gucke ich gerade mal vorbei. Was soll das da unten eigentlich? Kommt da noch ein Dungeon oder sowas? Ist das wirklich nur ein Friedhof für den Spuk da? Kommt da irgendwann ein besonderer Geist, irgendwas... Ist da irgendwas Besonderes? Nee, ne? Einfach nur die Gespenster laufen da rum. Aber die laufen ja auch so manchmal rum. Keine Ahnung. Verstehe ich nicht so ganz. Da habe ich mir eigentlich mehr davon erhofft, dass hier irgendwann mal irgendein Gegner oder sowas rumchillt. Oder halt der Kürbistier ist oder sowas. Das kann natürlich sein. Also man müsste mal zu einem anderen Tag da vielleicht vorbeigucken. Jede Nacht mal hier vorbeigucken. Keine Ahnung. Bis dann halt mal irgendwas da ist. Könnte sein. Muss nicht sein. So. Und, wie sollen wir weitermachen? Ich muss mal gerade gucken. Quests nochmal. Achso, Besuch bei Albi. Dort geht wahrscheinlich die Hauptquest weiter. Ja, wird ja auch als Hauptquest markiert. Und dann kriegen wir wahrscheinlich gesagt, dass wir dort oben weiter sollen. Ich würde eigentlich gern vorher die Rüstung upgraden. Wurde mir ja auch öfter schon so in die Kommentare geschrieben, so von wegen, mach langsam, Junge. Ja, wird zu heftig irgendwann. Und vielleicht ist der Punkt jetzt langsam erreicht, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Dass es jetzt irgendwann heftig wird, auch dass man das Buff-Food richtig nutzen muss. Oder zumindest mal die Ausrüstung auf einem sehr, sehr guten Niveau ist und dafür sollte man die Rüstung stärken. Oder ich lege mich doch wieder mit dem Boss hier an und muss ihn einfach mal schaffen. Sollen wir es einmal versuchen? Komm, ich versuch's einmal. Was soll's? Das ist der Abschluss für die heutige Folge. Dass wir versuchen, den Boss da zu machen. Auch wenn ich eigentlich ja, ein bisschen zu schwach auf der Brust für den bin. Eine Attacke und er haut mich hier um. Eine Folgeattacke sozusagen. Aber ja, wir müssen es irgendwie mal schaffen. Und wir hätten ja die Möglichkeit, jetzt das Buff-Food zu nutzen. Habe ich irgendein gutes Buff-Food? Ja, jetzt sterbe ich eh, wenn ich da Quatsch mache. Heil mich mal gerade. Rohes Fleisch ist halt kein starkes Buff-Food, ne? Aber trotzdem, wenn ich jetzt ein bisschen aufpasse und eine doofe Hits kassiere, muss ich den ja eigentlich schaffen und da unten wäre auch noch eine Truhe, die wir irgendwie öffnen könnten. Das ist dieser Move. Gut, der haut schon ordentlich rein und ist super schnell. Und ja, wir sind auch relativ schnell down, wie man gerade sieht. Jo, nee. Also, jo. Alles klar. Der haut mich schon aus den Socken. Wahnsinn. Ärgerlich. Aber trotzdem, normalerweise müsste die Farm jetzt soweit ready sein. Oder? Noch einmal gießen könnte auch sein. Noch einmal gießen. Jo, nee, da mache ich das off-camera, genau. Ah, Moment, da haben wir doch Ananas, oder? Das, jo, das ist Ananas, sehr schön. Da könnte man die Quest abschließen. Dann machen wir wenigstens das, komm. Was soll's? Also hier den da und die Gießkanne mitnehmen. Ja, bisschen ärgerlich. Lief die letzten Folgen nicht so ganz rund alles, aber egal, was soll's. Hier kriegen wir auf jeden Fall wieder Gold raus. Das Ananas bringt uns Gold. Wie gesagt, Bogen ist dann bald aufzuwerten. Rüstung muss ich dringend Obsidian farmen da im Süden. Das ist definitiv wichtig, dass man da mal vorankommt und da etliches an Leben. Ich meine, unser Lebensbalken. Wenn ich die zwei Rüstungen da weiter oder eine Rüstung kriegen wir, glaube ich, schon 50 oder 60 Leben mehr, als wir jetzt haben. Und dann nochmal eine Rüstung weiter, kriegen wir, glaube ich, keine Ahnung, 200, 300 Leben mehr. Das ist also enorm viel. Och, wo gieße ich dann da rum? Ah, und ich könnte auch noch die weiteren Samen da anpflanzen, die dann noch bei mir auf der Bank hier rumchillen. Also da oben in den Fässern.
in den Truhen. Ja, oft gestorben. Ärgert mich ein bisschen. Ich hab's ja gesagt, bei so einem Spiel will ich nicht sterben. Aber ja, lässt sich manchmal auch schlecht verhindern. So, was für eine Ausrede hätte ich noch? Keine, ne? Bitter. Ey, ich bin echt ein Gießgott. Alter, was mache ich denn da? Wahnsinn. Absoluter Irrsinn, was hier abgeht. So, gießen wir hier noch rum. Och, ich gieße echt wie die letzte Socke, Alter. So, hier. Ananas ernten, eine Besorgung machen. Wunderschön. Wie gesagt, die Ananas könnt ihr beim Pumpkin halt besorgen, wie man den Pumpkin freischaltet, falls jetzt hier jemand reinschaltet wegen eine Besorgung machen. Pumpkin freischalten oder den Seen in der Dreierreihe der Tage 3, 6, 9 und so weiter. Erscheint er immer hier im Dorf einen Tag zuvor, also was weiß ich, 8 und 11 und so weiter und 5. Da ist er dann immer in der Taverne zu finden. Zumindest mal war das bei mir jetzt immer so. Aber da habe ich auch ein Video dazu gemacht, wenn ihr euch das mal anschauen wollt. Und dann könnt ihr dann seht ihr da, wie das funktioniert. So, hier haben wir noch den Samen. Den legen wir jetzt auch noch dahin. Da können wir noch kurz angießen und dann war's das. Sehr, sehr gut verteilt, Monty. Sehr, sehr schön. So, geben mal die Besorgungsquest hier ab. Und dann gucken wir mal, was passiert. Eventuell wird auch wieder neuer Buff-Food und so freigeschaltet. Neue Quests, wie auch immer. Reicht's noch für hier unten? Natürlich nicht, ne? Das ist Wahnsinn. Doch, es reicht gerade so. Wunderschön. So, wir haben sogar noch ein paar Felder übrig. Sollten wir irgendeine Quest hier erhalten, die wir noch machen müssen. So, geben wir... Moment. So. Legen wir ein paar Dinge hier wieder ab. Und zwar einmal die Sichel und die Gießkanne. Und da gehen wir mal weiter nach oben. Ja, wobei, Item Management kann ich noch in der Aufnahmepause machen. Jetzt gucken wir mal, wo ich hier welche Quest abgeben soll. Ich glaube bei Kiki, oder? Kiki wollte da die Ananas. Wir können auch gleich wieder nachlesen, wenn ich es jetzt nicht direkt finde. Ne, hier. Sie wollte Ananas. Die Mrs. Apple? Echt jetzt? Moment mal, eine Besorgung machen. Was kriege ich freigeschaltet dann? Nichts. Super. Traumhaft. Okay, machen wir es mal so. Sprechen die mal an. Hallo, warum? Hallo, Liebes. Willst du von meinem letzten Experiment hören? Ich hatte mich gefragt, ob es möglich wäre, Objekte, die von Monstern fallen gelassen werden, in leckeres Essen zu verwandeln. Vielleicht ein Dessert, ein schmackhafter Pudding? Achso, das ist eine Quest, okay. Großartig, wo du jetzt mit dabei bist, würde ich dich bitte bitten, Schleien zu sammeln. Ihr merkt's, jetzt kriegen wir die ganzen Anfangsquests hier eigentlich. Essen oder gegessen werden. Okay, müssen wir also Schleim abgeben, habe ich ja unten im Inventar. Wer wollte denn das? Jetzt mal ernsthaft. Ach, bei Kelly in der Rivero-Festung sollen wir uns melden. Da machen wir das halt. Ja, ich müsste eigentlich viele dieser Anfangsquests hier noch machen. Wahnsinn. Krass. Haben wir vieles übersprungen. Weil ich direkt raus bin in die Welt und alles niedergemetzelt habe. Bis jetzt. Und jetzt werde ich nur noch von irgendwelchen Pflanzen umgeboxt. Ist auch bitter. So, Kelly war oben rechts. Das war ja die Tante, die uns hier die Quest gegeben hat, hat mit dem Trank. Genau. Mal gucken, was die und... Ach, egal. Eine Besorgung machen. Hallo, Abenteurer. Brauchst du irgendetwas? Du hast mir Ananas gebracht. Wo hast du sie gefunden? Woher wusstest du? Oh, aber natürlich. Timmy hat dir davon erzählt. Letzte Woche habe ich das Ananas-Tart-Rezept meiner Mutter gefunden. Ich wollte es für die Bewohner hier machen und so weiter. Aber es gab keine Ananas-Stauden. Deshalb habe ich Timmy gefragt, ob er Ananas besorgen könnte und so weiter und so fort. Wunderschön. Es tut mir leid, ich rede und rede. Kannst du das bitte Pickel geben? Ich weiß, ich meinte, bla, was weiß ich. Was? Nee, komm. Rezept für Ananas-Tart. Quest angenommen. Ganz kurz mal einkaufen. Ah, nee. Wir müssen hier runter und dann wird das Ananas-Tart wahrscheinlich bei ihm freigeschaltet. Ich gehe mal ganz kurz gucken hier. Einkaufen. Genau, da ist es doch. Mehl brauchen wir dafür. Wissen wir jetzt ja auch, wie es funktioniert. Ja, und so könnten wir zum Beispiel jetzt physischen Schaden zurückwerfen oder sowas. Hier der Eilauftrag. Das ist halt wichtig. Aber mal gucken. Hallo, kann Pickel dir helfen? Oh ja, Mrs. Kelly hat Pickel schon erzählt. Du hast die Ananas bei Pickel, was? Du kannst die Ananas bei Pickel lassen. Er wird sie sofort für dich zubereiten. Quest angenommen, Quest abgeschlossen. Wunderschön. Pickel wird eine Weile dafür brauchen. Haben die Jugendabenteurer irgendwelche Wünsche?
Pickel sucht nach einer Wunderfrucht. Die ist furchtbar schwer zu finden. Bitte hilf Pickel, eine zu bekommen. Pickel zahlt natürlich einen hohen Preis dafür. Pickel freut sich, das zu hören. Sei bitte vorsichtig, Pickel hat gehört, dass das Monster nur schwer zu besiegen ist. Warte auf Tat. Ja, und das wissen wir auch schon und das machen wir dann im nächsten Part. Wunderfrucht, die bekommen wir, glaube ich, vom Königsschleimer. Den haben wir ja auch schon gemacht. Und hier müssen wir Schleim generell, also jo, hier geht es jetzt um Schleim sozusagen. Machen wir, da machen wir ein bisschen die Nebenquests hier mal, was soll's, dass wir da auch vorankommen. Machen wir in der nächsten Runde, ich freue mich drauf. Eventuell, doch das mache ich jetzt, in der Aufnahmepause gehe ich runter in den Süden und hole mir mal das Obsidian. Da müsst ihr ja nicht zugucken, wie ich da, da das farme bei den Molchen da im Süden. Und dann können wir uns die Rüstung auch mal upgraden beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf, wünsche euch einen schönen Tag, haut rein, bis dann, ciao.